Tore gemeistert haben, kommen wir in das Nest. Und jetzt sehen wir mal hier los. Das war so schlecht von mir. Das war so. Oh mein Gott. Ich hab Kopfschmerzen. Ich hab Kopfschmerzen. Nächster Versuch. So, jetzt kann man auch mal zugucken, wie sich zwei Scraps bekriegen. Aber wir können auch einfach abhauen und die Zeit nutzen. Natürlich tue ich das nicht. Tja, der arme Verlierer. Der hätte jetzt noch ein bisschen an den rumgeknabbert, aber da kriegt er bestimmt noch genug Gelegenheit, dazu sehen. Aber ich will jetzt erstmal gucken, was hier oben ist. Verfolger. Was ist das denn da links für ein Loch? Nein, bleib hier. Oh, ich brauch dich doch, Mann. Da kommt jetzt keiner. Wenn. Ah. So. Ah, nein. Oh. Geht doch. Ich frage nur, was das für ein Loch ist. Heiliger Bimbam! Ja, du gehst erstmal schön nach unten. Moin. Ich hoffe, der hängt sich da dran. Natürlich hängt er sich nicht da dran. Okay. Ich hasse Scraps. Habe ich das schon mal erwähnt? Oder vielleicht ist hier nur ein Geheimnis in irgendeiner Form. Nein, natürlich nicht. Hep. Dann gehe ich erstmal hier rechts lang. Ich lach mich tot. Aua. So, dann friss ihn auf. Erstmal schreit er und jetzt bist du eigentlich noch ein bisschen dran. Okay, tut er nicht. Ist wohl ein Alpha-Männchen irgendwie. Okay, jetzt hole ich mal den einen ran, schick den runter. Hoffe dann einfach mal, dass der dann irgendwie unten ist. Unten bleibt vor allem. So. Warten wir mal ein bisschen. Gucken ist immer noch drauf. Nein, sehr gut. Jetzt chillt er jetzt irgendwo da unten. Und das ist auch gut so. Und hier können wir uns, glaube ich, das Glockenspiel holen. Jo. Okay, jetzt können wir theoretisch schon direkt weiter nach rechts. Aber ich will erstmal gucken, was hier ist. Ein Geheimnis. Also viele Mudakens, das ist doch schon mal schön. Du bist doch ein Haufen. Ach, das ist doch genauso wie das eine da hier, was wir vorhin gemacht haben. Vor ein paar Videos im Viehhof. Nur, dass es diesmal drei sind und scheinbar ein bisschen schwieriger. Oh nein. Oh nein. Okay, gehe ich erstmal nach oben. Leck mich, Alter. Kannst mich mal. Hallo, Squib. Okay, das wird echt scheiße jetzt. Oh. Also muss ich erstmal schaffen, die drei Stück zu retten. Und wenn ich das geschafft habe, muss ich dann noch heil durch diesen blöden Tempel kommen. Und nee. Ja, komm, holen wir uns jetzt schon mal ein Glockenspiel. Falls ich das dann schaffen sollte, dass ich das dann nicht vergesse und nochmal zurück muss und deswegen dann eventuell noch sterbe. Das wäre verdammt ärgerlich. Jetzt muss ich überhaupt zusehen, dass ich überhaupt die drei Leute hier gerettet bekomme. Ja? Boah, es ist so kacke. Ja, ist ja in Ordnung. Du hast Schmerzen. Ich mach erstmal hier, den hier frei. Ah, ja, ja, ja. Okay. Geh erstmal hier ganz schön hier. Oh, jetzt habe ich natürlich den ersten vergessen. Das war natürlich jetzt wieder ein super Geniestreich.
Uaiaiai. Yay. Nicht durchs Portal. Okay, erstmal. Hallo. Hallo. Folge mir. Okay. Okay, Nummer 1 ist jetzt gerettet. Da kriegt man nämlich auch immer noch eine halbe Sekunde, wenn man chantet und im richtigen Moment losläuft. Hallo. Folge mir. Okay. Das muss gut sein, weil der ist zu mir gerichtet mit seiner Fresse. Mit der hässlichen. So, Nummer 2 ist gerettet. Oh nein, das war das war nicht so gut, aber der hat zum Glück keine guten Reaktionen. So. Hallo. Und der letzte. Hallo. Folge mir. Okay. Los. So, jetzt müssen wir uns selbst retten. Das kriegen wir auch hin. Nein! Wow, 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 wow. Boah, ich hab schon gedacht, der rastet jetzt vollkommen aus. Okay, das ist schon mal geschafft, diese Hürde. Wunderbar. Drei Mudak ins Meer gerettet. Ist da noch was? Nein, nur eine Wand. Das ist schön. So. Das dürfte jetzt eigentlich relativ leicht sein, weil ich hoffe mal, die da unten bekriegen sich jetzt. Habe ich dann ein bisschen Zeit? Jawohl. Komm, Jungs, gib Gas. Ich frage mich, was da unten ist. Aber ich weiß nicht, ob ich das herausfinden möchte. Boah, ist so verfickt. Oh, Mann. Nein! 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 Oh, ich wollte den einen da weglocken, damit ich da runter kann. Oh mein Gott, ich glaube, das mache ich jetzt zuerst. Keine Ahnung, was passiert, wenn ich dazwischen bin. Ob ich dann sterbe oder nicht. Geh runter vom Aufzug, nein. Okay, da ist nichts. Da ist definitiv nichts. Ich kann nicht runterkommen. Nee, da geht nicht. Ich kann nicht weiter runter. Das ist sehr beruhigend auf jeden Fall. Das heißt, da bin ich gerade also umsonst gestorben. Das ist ärgerlich. Aber es ist nicht allzu schwer. Junge, komm runter. Ein Glück, ey. Okay, der kommt automatisch hoch. Also, was mich an den ganzen Scraps-Zeug stört, ist, dass man echt einfach nur verdammt wenig Zeit hat. Und die sind einfach nur übermächtig. Da kann man nichts gegen machen. Die kann man nicht töten, die kann man nicht irgendwie ablenken oder irgendwie. Ja, doch, ablenken kann man die halt schon ein bisschen. Und die sind auf jeden Fall verdammt schnell. So. Runter da.